Wir sind zurück bei einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Ja, da bin ich auf den Desktop geflogen. Aber mir ist was aufgefallen. Ich muss mal ganz, ganz, ganz kurz. So. Schon viel besser. Ja, wir werden jetzt hier zu unserer Mission fahren. Ne? Was wir hier letzte Folge angefangen haben, bevor ich sie intelligenterweise natürlich beendet habe. Wir wollen die Folgenlängen ja nicht so in die Höhe hauen. Und an einem Stück aufnehmen möchte ich das Ganze auch nicht. So. Also ich finde die Mucke trotzdem noch sehr cool in dem Game und ich glaube diesmal ist sie nicht zu laut. Ja, die letzten Folgen, das hat wieder in unserem schönen YouTube-Ding. Sie benutzen hier urheberrechtliche Musik und so einen Scheiß, ja, wir können das Video nicht hier monetarisieren. Was mir in dem Punkt eigentlich bei dem Spiel auch echt von vornherein gesagt hat, mir scheißegal ist, ob ich es machen kann oder nicht. Aber ich glaube, bei der Lautstärke dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein. Und ich merke, die Karre ist mega schnell. Schon dahin. Ja, lol. Funktionieren hier eigentlich die Spiegel? Ja, die Spiegel funktionieren hier super, weil Säulen im Weg sind. Hallo, der Baum muss umfallen. Wir fahren ja mit dem Laster dagegen. Nicht. Was habe ich hier? Gehen erstmal dahin. Den können wir gar nicht hacken. Schade. Was jetzt? Eben was noch nach. Wir machen der Kirche ein Problem. Wer, wir? Dad, Zack. Ich wusste es. Ich habe Freunde, die würden Dad, Zack am liebsten hinter Gittern sehen. Ich mag einen fairen Kampf. Hey, genauso wie du. Entschuldigung? Ich habe gesehen, wie du dich damals mit New Dawn angelegt hast. Aber hey, schon kapiert. Du bist ja seine Stadträtin. Nein, nein, nein. Mit der ich habe mich verkauft, Nummer. Brauchst du mir nicht zu kommen. Diese Arschlöcher zerstören Leben, als wäre es ihr Hobby. Die haben Videos von meinen OPs veröffentlicht. Aber hör zu. Das ist mir scheißegal. Ich habe nichts zu verbergen. Aber du hast recht. Ich bin tatsächlich Stadträtin. Ich kann nichts tun. Deshalb wolltest du mich hier treffen. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst offenbar meine. Und... ich beende, was ich anfange. Zuerst einmal, verwechsle bloß nicht New Dawn mit einer Kirche. Das ist eine kriminelle Organisation. Ich habe mir mal die Akten ihrer Immobilien in der Bay Area angeschaut und eine passt da einfach nicht rein. Genau da.
Sie bezeichnen es als Bildungszentrum. Verschlossene Türen, keiner antwortet, Security kommt und geht. Klingt das für dich nach einem Bildungszentrum? Nein, klingt eher wie ein Umerziehungszentrum. Ich bin in der Nähe. Schau mal, was du herausfindest. Okay. Danke, Miranda. Ein Typ, der sich als Sussi umoperieren lassen hat. Marcus, hast du Miranda getroffen? Hab ich. Wir glauben, wir haben den Ort. Aber wir wissen nicht, was dieser Laden ist. Aber ganz offensichtlich vertuschen die etwas. Also suche ich mir mal einen Computer und schnüffle herum. Warum? Kann ich hier nur mit der Karre machen? Gut, dann machen wir das so. Du bist hier zum Heilen. Du bist vom Weg abgekommen. Aber wir helfen dir, wieder zurückzufinden. Hey! Hör auf die Wahrheit. Hey! Akzeptiere, dass wir dich zu spiritueller Klarheit führen. Das ist New Dawn. Geh da auf mein Zeichen! Hey! Der Typ hat hier nichts verloren! Haltstelle, bitte achten Sie darauf, dass Sie in Ihrer Nähe einen bemerken, der sich hier befindet. Und wir werden Ihnen die Botschaft übermitteln. Okay. Ich will nicht die Bullen auf Sie hetzen. Du bist freiwillig hier. Mit einer Entscheidung für dich hast du uns deinen Spiel. Ich zu spiritueller Klarheit führen.
ignoriert sie. Nicht länger. Hab Vertrauen, dass wir dich auf die Wahrheit vorbereiten. Strebe nach Klarheit und wir füllen dich mit Wissen. Jimmy Siska. Offenbar hattest du recht. Hallo, Marcus. Das ist der Ort. Und sie haben Jimmy Siska hier. Wenn ich ihn raushole, kannst du ihn in Sicherheit bringen? Auf jeden Fall. Ich bin bereit. Dass sie verloren sind. Wir sind jetzt deine Familie. Wir verstehen dich. Vertraue auf uns. Und wir werden ihnen die Botschaft übermitteln. Easy, easy. Jason. Mein Name ist nicht Jason und ich bin nicht von New Dawn. Ich habe hier nichts verloren, Mann. Sie müssen mich rausholen. Bewegung. Los. Okay, okay. Holen Sie mich hier raus. Miranda, Jimmy Siska kommt jetzt zu dir. Was ist mit dir? Ich schaffe es schon raus. Bring du ihn in Sicherheit. Mach ich. Das muss ich sofort allen zeigen. Jawohl. Mission complete. Nein! Was kümmert's mich? Marcus, Jimmy ist in Sicherheit. Danke, Miranda. Hey, du hast das meiste gemacht. Hier, er will mit dir reden. Marcus, falls du so heißt, ich will die Penner ins Kreuz nageln und ich weiß auch wie. Wir treffen uns draußen am Tempel von New Dawn. Mann, du solltest Anzeige erstatten. Wir beweisen, dass die Kirche Gefangene hält. Ich habe es gefilmt. Wir posten ein Video und sagen es der ganzen Welt. Was brauchen wir noch? Ich kann dir das Herz der Religion zeigen. Die Reliquien. Die ursprüngliche Quelle. Na, wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Wir sehen uns dort. What? Sie überlebt? Die überlebt? Und Ace? Okay. 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 Aber ich würde sagen, bei diesem wunderschönen Wetter und diesem wunderschönen Ausblick. Na, nicht. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Nein, übermorgen, wie ich immer auf morgen komme, ey. Na, sehen wir uns übermorgen bei einer weiteren Folge Watch Dogs 2 wieder. Und ein Däumchen, wer ein Träumchen ist.
zum nächsten Mal.